Hallo, herzlich willkommen zum heutigen 170. Thomas besucht Video. Wir sind heute am früheren Zentrum Zoo bzw. an dem Platz, wo übrig geblieben ist, ein freier Platz. Daneben war ja die Spedition und rundherum ist jetzt auch ziemlich frei. Und das heutige Ziel ist hoch zum Schwarzloch Richtung Unterjesingen Ammerhof. Ich drehe jetzt noch mal hier. Ihr seht, hier ist das Bahngleis. Da ganz oben, ich stelle ein bisschen nach oben, da ist dieses außergewöhnliche Bau oder die Siedlung mit einem großen Schwimmbad und Sauna. Ist aber nicht mal so teuer, zumindest was ich mal gesehen habe in der Wohnung, die im Angebot war zu mieten. Aber sind natürlich sehr schnell weg und sehr viele Leute wohl bewerben sich da aktuell in Tübingen, ist ja klar. Wobei man da in Tübingen zurzeit auch einen Container hinstellen könnte, da wäre genauso schnell der Bedarf oder die Bewerbung dazu da für die Wohnung, weil es gibt einfach nicht mehr viel. Und wir fahren jetzt hier, geht es unter anderem auch Richtung, da haben wir eine Schule, hier aktive freie Schule und ein Kinderhaus. Und wir gehen jetzt aber hier übers Bahngleis rüber. Haben wir noch mal einen schönen alten Käfer Cabrio mit natürlich H-Kennzeichen, aber der Sound eines solchen Boxermotors hat schon was für sich. Hier haben wir den Ammerkanal so ein bisschen. Da bin ich das letzte Mal nicht so richtig ran. Das lasse ich gerade mal mein Ding stehen und ihr seht, das stabilisiert. Und da können wir hier einfach sehen, wie hier so eine Schleuse ist. Und man kann jetzt hier auch vielleicht noch runterschauen. Ups, ihr seht, der ist irgendwie unruhig, aber ich glaube, ich kann trotzdem kurz gehen. Aber man sieht nichts, es ist Sommer, man sieht nicht viel. Ihr seht, runter, es bringt nicht viel. Dann gehe ich lieber wieder zum Segway zurück, der immer noch ein bisschen nervös ist und wartet auf mich, habe ich den Eindruck. Seht, da ist irgendwas am Untergrund oder am Gewicht, wo nicht ganz stimmt. Und dann ist er einfach so nervös. Und hier haben wir die Schwärzler Straße und Schleifmühlenweg. Schwärzler Straße sind wir mal zu Fuß gelaufen im Winter. Ist natürlich nicht ganz so perfekt. Hier haben wir das Schild zum Schwärzlocher Hof. Montag, Dienstag, Ruhetag, sonst 11 bis 22 Uhr. Normalerweise wäre das nicht optimal mit dem Segway, weil hier halt häufig aber auch mit dem Fahrrad, weil hier sehr viele Autos fahren, wenn Schwarzloch offen ist. Aber das Problem haben wir ja heute nicht. Und wir haben an der Seite haben wir so kleine Schrebergärtchen.
und auch schon die ersten Äpfel, die ja noch ein bisschen klein sind, aber es geht schon. Ihr hört irgendwas klappert hier. Ich weiß noch nicht, was hier dieses Klappergeräusch verursacht. Das ist manchmal da, manchmal wieder weg. Und der Weg hier ist natürlich nicht besonders aufregend, aber jetzt mit dem Segway geht es, weil wir sind doch ein bisschen schneller unterwegs. Und ihr könnt ja auch ein kleines bisschen vorspulen, wenn es zu langweilig ist, aber ich finde, das zu schneiden ist immer so eine Sache. A, kostet das wahnsinnig viel Zeit. B, ist es eigentlich, es nimmt dem ganzen Ding seine Wirkung. Und da ist gerade eben der Zug vorbeigefahren. Wir hatten also Glück, wir mussten nicht warten am Angleis. Jetzt sehen wir ihn wahrscheinlich hier, den roten Ammertal Express. Seit diese Bahn wieder offen ist, richtig, ist es auch nicht mehr der ehemalige Schienenbus, sondern es ist ein moderner Triebwagen, der aber gefühlt häufiger kaputt ist wie die alten Schienenbusse. Und hier oben sehen wir natürlich jetzt Schwarzlocher Hof, wo man wunderschön draußen sitzen kann. Einer der Biergärten, der ewig überstanden hat. Die meisten waren ja weg oder sind erst später wiedergekommen. Wie der Neckermüller, der war ja ewig raus aus dem Ding. An die Weststadt, ein bisschen weiter unten gesehen, von hinten. Ganz hinten seht ihr den Österberg vielleicht. Ganz oben Schnarrenberg, Klinikum und hier unten der Bahnübergang, der sogar beschrankt ist. Hat sogar Pferde, die friedlich grasen im Schwarzlocher Hof oder Gebiet vom Schwarzlocher Hof. Seht, hier hat es eine Beschilderung, was es alles hat. Zwischen ist auch mit einem Kinderspielplatz. Und oben könnt ihr vielleicht sehen, den hinter dem Garten, der Biergarten. Und wir fahren jetzt aber mal weiter Richtung Unterjesingen. Hier hat es große Parkmöglichkeiten für die Gäste. Hier, so wie es aussieht, ein Erdbeerfeld und ein interessanter Grat, oder wie soll man den Weg nennen, mit dazwischen frei, reicht aber im Prinzip.
Natürlich, wenn jemand überholen will, ist ein bisschen kacke, aber eigentlich und der Weg selber scheint aus Betonplatten oder irgend sowas zu bestehen. Das schottelt ein bisschen, aber okay, geht. Und leider gibt es hier keinen Geruchsfernseher, es riecht hier nach Erdbeeren von diesem Feld. Ich versuche jetzt gerade mal zu drehen, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, hier ein großes Erdbeerfeld. Und jetzt geht hier einfach schön diesen Weg. Der ist, glaube ich, auch noch nicht ganz so alt. Weiter Richtung Ammerhof. Wir sehen, vielleicht könnt ihr es in der Ferne erkennen, ist immer ein bisschen schwierig, ist das Hochhaus und die Kirche von Unterjesingen zu sehen. Hier muss man natürlich aufpassen, wenn man sowas fährt, weil man darf nicht von diesem Beton oder dieser Betonspur abkommen. Da würde es wahrscheinlich dann sofort zum Problem werden, weil dann ein Rad einen anderen Untergrund hat und das bei der Geschwindigkeit, so, ich schätze mal, dass wir jetzt vielleicht 12 oder 15 fahren, ich habe keinen Tacho montiert oder kein Smartphone gekoppelt, da würde es dann schon eher zum Problem werden. Nicht schlimm, weil man ja immer den Griff und man kann eigentlich nicht so richtig groß stürzen. Man kann sich natürlich mit Sicherheit irgendwo verletzen, aber es ist nicht so schlimm. Und es ist ja auch nicht so schnell. Aber es ist schnell genug. Man denkt normalerweise Fußgänger 6 Stundenkilometer oder sowas und das ist auch schon nicht ganz so langsam gelaufen, ist es ja schon ein Stück. Merkt es vielleicht am Bild auch, dass das immer ein kleines bisschen mit diesen platten Ansätzen das Bild verwackelt. Aber es ist nicht so schlimm. Und ich bin die Strecke mal gelaufen und das ist dann, die zieht sich schon ziemlich ewig. Es ist schon wesentlich angenehmer, dass mit einem Segway zu machen oder vielleicht ein Fahrrad oder wer weiß, was da sonst noch an Verkehrsmitteln kommt. Das Video wird ja wahrscheinlich ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte vielleicht, man weiß es nicht, bei YouTube drin bleiben. Es ist ja immer schwierig zu sagen, wie lange solche Dienste existieren. Eigentlich kann man nicht davon ausgehen, dass irgendwie Google ein Problem bekommt und Google dieses YouTube verschwinden lässt. Aber es gab auch mal so einen Fernsehsender wie MTV, der war ja